Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme. Und zwar möchte ich nochmal Tamago, die App möchte ich nochmal erklären, wie der Hack funktioniert. Da ja, die erste Aufnahme den meisten nicht gefallen hat, der wegen der Qualität halber. Ja, also wir laden uns nochmal die App runter. Installieren das Ganze nochmal. Was? Das war jetzt komisch. Also nochmal installieren. Melden Sie sich bei im iTunes Store. Gut, dann müssen wir uns wohl nochmal anmelden. Komisch. Also. Brauchen wir so iTunes. iTunes. Da. Doch, ich bin angemeldet. Installieren, kaufen. So. Ich wähle meine Apple-ID ein. So. Und das Ganze wird runtergeladen. Währenddessen zeige ich kurz in Cydia. Ihr müsst die Quelle hinzufügen unter, wenn sich das Ganze jetzt geladen hat, geht ihr dann unter, boah, wie lange braucht das denn? Das ist ja unglaublich. So, also ihr geht unter, das kann ich ja schon mal zeigen, solange es jetzt hier noch sich einen abruckelt bzw. am Laden ist, geht ihr auf Verwalten. So, verwalten. Quellen bearbeiten, hinzufügen. So, und dann gebt ihr diese Sekunde. Diese Quelle gebt ihr ein. Sinful iPhone Repo. So, der Link ist natürlich in der Beschreibung, wie immer. Dann müsst ihr hier auf Bestätigen. Dann bekommt ihr eine Warnung. Da geht ihr auf trotzdem hinzufügen. So, und dann kommt ein ganz langer schwarzer Text. Und am Ende geht ihr zurück zu iTunes. So, zu Cydia, Quatsch. So, und hier könnt ihr dann hier auf i klicken. Und dann findet ihr auch hier irgendwo da iFi cracked. Da ist bei mir schon so ein Häkchen. Das bedeutet, dass es schon installiert ist. Denn sonst steht hier dann auch installieren. Dann geht ihr wieder, dann kommt auch bestätigen. Wieder ein langer Text. Und ja, dann habt ihr die App auch schon. So, währenddessen hat sich jetzt Tamago runtergeladen. Wichtig, ihr müsst Tamago starten und ein paar Mal klicken, sonst funktioniert das Ganze nicht. So, dann geht ihr in iFile und dann geht ihr, ich zeige das jetzt mal ganz von vorne, ihr geht immer wieder zurück, bis ihr zu diesem Slash ankommt, Schrägstrich, geht auf RAW, auf Mobile,
Applications, so, und dann wird das hier auch so angezeigt, so ganz komisch. Ihr müsst jetzt hier einfach ein bisschen suchen, bis ihr das Richtige findet. Ich meine, das war hier weiter oben, würde das angezeigt werden. Nee. Anscheinend nicht. Okay, dann muss ich nochmal durchgehen. Also gehe ich weiter von unten nochmal gucken. Da haben wir es direkt. Also, Tamago. Dann geht ihr hier auf Library. Preferences. Auf dem Tamago. Da. Und dann geht ihr hier auf Betrachter. So, und hier oben steht dann Key Count. Da. Könnt ihr. Sekunde. Da. So. Das steht hier. Hier steht das jetzt auf 14, weil ich 14 Klicks gemacht habe. So, dann klickt ihr hier einmal drauf in das Fenster. Löscht die Zahl und geht dann auf. Ich mache jetzt mal 999. Ups. 99999. So. Seht. Jetzt fehlt mir nur noch ein Klick. Dann passiert hier trotzdem nichts, denn ihr müsst einmal die App aus dem Multitask entfernen. Und dann könnt ihr sie wieder starten. Und jetzt seht ihr hier oben auch, es fehlt euch nur noch ein Klick. Und der Riss, der ist jetzt hier einmal komplett durch. Also ihr klickt einmal noch auf das Ei. Und was steht hier? So what? Das ist alles. Mehr passiert jetzt auch nicht. Also die App ist das überhaupt nicht wert runterzuladen. Den Speicher, den man dafür verbraucht, selbst wenn sie nichts kostet, einfach nicht runterladen. Und wenn ihr trotzdem wissen wollt oder das nachmachen wollt, macht's einfach. Ja, macht es einfach und ihr werdet genauso enttäuscht sein wie ich. Gut, dann sehen wir uns vielleicht in einem neuen Video. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr dieses Video bewertet. Und wenn ihr, egal welche Bewertung ihr macht, Daumen hoch oder Daumen runter, bitte schreibt noch einen Kommentar, was euch gut gefallen hat, was euch nicht so gut gefallen hat, damit ich halt weiß, was ich beim nächsten Mal besser machen kann oder was ich schon gut mache. So, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ja, bis zum nächsten Video. Ciao.